Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es um eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema Google AdWords-Werbung und die Fragestellung, inwiefern man Pflichtangaben auch in dem kleinen AdWords-Werbetext unterbringen muss. Konkret ging es um eine Anzeige, die hieß: Bei entzündeten Atemwegen keine Kapsel, große Wirkung, S-Punkt bekämpft die Entzündung. Und eine zweite Anzeige, die hieß: Bei entzündeten Atemwegen keine Kapsel, große Wirkung, S-Punkt bekämpft die Entzündung. Dann eine URL/Pflichttext hier. Und dann eben ein Link auf die Webseite, wo man diese Kapseln bekommen konnte. Und ihr kennt das zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Das sagen die im Fernsehen immer. Und das sagen die nicht, weil sie Spaß dran haben, sondern weil das Pflichtangaben nach dem Heilmittelwerberecht sind, die einfach erforderlich sind. Und es ist verdammt schwierig, diesen ganzen Text auch noch in der Google AdWords-Anzeige unterzubringen. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof gesagt, bei der ersten Anzeige, da fehlte der Link kompletto auf die Pflichtangaben. Da muss man sagen, dann ist das garantiert wettbewerbswidrig und eben unzulässig. Und bei der zweiten Angabe, da gab es ja einen Link auf die Pflichtangaben. Die hat man dann aber nur gefunden, indem man bis nach ganz unten gescrollt ist und dann eben Pflichtangaben nochmal geklickt hat. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das geht gar nicht, wenn man hier so rumscrollen muss, um irgendwelche Pflichtangaben zu finden, dann ist das ebenfalls nicht ausreichend belehrt. Das wäre was anderes gewesen, sagt der BGH, wenn man auf die Pflichtangaben so klein in der Anzeige hingewiesen hätte und dann auf der Landeseite entweder die direkt im Sichtfeld platziert hätte oder mittels eines sogenannten Ankerlinks direkt an die Stelle gesprungen wäre, wo dann auch die Pflichtangaben zu finden wären. Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofs, denn es gibt alle möglichen Gesetze, die solche Pflichtangaben erfordern, Preisangabenverordnung, nach Energiegesetzen gibt es solche Pflichteingaben und insofern sind wir sehr gespannt, ob sich die Hersteller bald anpassen werden an diese Rechtsprechung und dann eben auch die Anzeigen entsprechend optimieren. Zum Google AdWords-Thema haben wir schon öfter hier Beiträge gemacht. Da geht es vor allen Dingen darum, darf ich mit dem Namen eines Konkurrenten AdWords-Werbung schalten? Wenn ihr also vor der Entscheidung steht, ob ihr AdWords-Werbung schalten sollt, dann schaut euch auch noch unsere anderen Videos zu dieser Thematik an. Und das hier war nur ein weiteres Bausteinchen im Rechtssystem Google AdWords. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Falls ja, liked unseren Kanal und werdet Fan auf unserem YouTube-Kanal. Einstweilen danke fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal.